mal die ganzen Dinger da mal reinpacken. Wie genug Glas und noch hoffen wir sie Basalt. Von dem Zeug, ja, ich habe jeweils so eine halbe, die dann da einfach replacen soll, also refillen. Und das mache ich dann nachher einfach mit einem Warp-Item-Duct und einer Diamond-Chest, die daneben steht, fülle ich dem immer die ganzen Teile nach, weil hier nicht alles reinpasst, was sie hier braucht, wie man sieht. So, genau, Canvas brauche ich auch noch den ganzen Haufen. So, ich glaube, die Diamond-Chest habe ich sogar noch im Petto von diesen ganzen Kuppelbauen. Genau, Flux-Duct brauche ich noch. Das brauche ich einen Tesseract, der ist jetzt eher weniger schlau zu platzieren. Warp Item Duct brauche ich aber eigentlich auch nur 2. Dann passt das. Und ich brauche hier noch die Diamond Chest. Packen wir ein bisschen Laboratory Blocks und so ein Zeug rein. Dann braucht das Ding noch einen Warp, also einen Strom Duct. Einen Server, den schalte ich aber jetzt noch nicht ein. Weil sonst pumpt mir das ganze Inventar voll da drüben. Und dann könnte man hier ein bisschen Zeugs weglegen, das ich gerade nicht brauche. Ein bisschen Platz zu gewinnen. So, wir haben gesagt, wir brauchen Basalt. Figant Glass. So, wir brauchen Basalt. Schaut relativ schlecht aus, Basalt. Ah, es geht sich ausgehen. Es geht sich aus. So, dann brauchen wir noch Figant Glass. Cover, es geht sich nicht aus. Jetzt haben wir noch Sand und Glas. So, normales Glas, ein bisschen Sandy Glas. Brauchen wir noch ein Furnace. Ich hoffe, irgendeiner war da mit Upgrades drin. Hier ist irgendwo ein Stromkabel. Ja, da schaut es gut aus. So. Das, ja, das war der mit den ganzen Upgrades. Der sollte eigentlich relativ fix das ganze Zeugs da runterschmelzen. So, dann packe ich den Stein da mal rein, damit ich das nachher wieder fixen kann. Was brauche ich sonst noch? Ich brauche noch Carpenters. Wedges, ja, dann wäre natürlich ganz viele davon. Das heißt, ich craft mal Bunch of Sticks. Oder mal zum Anfang richtig viel Holz. Das ist übrigens auch alles von dem Hoover Miner. Denn der steht nämlich über dem Wald. So, und mit dem könnten wir uns jetzt ein paar Carpenters und Wedge. Also stimmt, brauche ich Carpenters Blocks für A. Genau. Brauchen wir nochmal Sticks. Wahrscheinlich nochmal Holz. Genau. So. Und jetzt könnt ihr einen Bunch of Carpenter's Wedges craften. So. Sollte mal passen fürs Erste. Wie viel brauche ich da eigentlich? Irgendwas mit 900? So, da brauche ich irgendwas mit... Was? 9000? Nein, ich glaube, das ist einfach nur ein Schreibfehler. Ja, das sind 908. Nein! Oh, gut, dass ich einen Magnet habe. Ja, komm. Kistenbug wird schon langsam auch nervig, genau. Sind das ja. Ein paar Stunden nachfüllen kann ich immer noch. Obwohl ich müsste da jetzt nur einen Stack theoretisch reinpacken, damit ich auch nachfüllen kann. Genauso mit dem Basalt. Haben wir das auch schon. Das heißt, es fehlen noch die Figant Glass Cover. Und Canvas. Genau, Canvas ist ein guter Punkt. Könnten wir auch gleich machen. Das Figant Glass sollte auch gleich fertig sein. Oh man. So, dass ich brauche nochmal Sticks für Fans. Und dann brauche ich noch ein Bunch of. Also richtig, richtig viel Sugarcane. Da haben wir hier eine schöne kleine Farm. Genau aus dem Grund, weil ich so viel Canvas gebraucht habe. So, ein bisschen Sugarcane. So, gehen wir hier zum Crafting Terminal. Crafting. So, mal ein bisschen Papier herstellen, weil mit Sugarcane fange ich eh nicht gerade so viel an. Dann machen wir das und wieder mit den Fans. Sollte nicht reichen. Brauchen wir Fans. Obwohl, keine Ahnung, ob das reicht. Hm. Lieber mehr, weil ich muss. Oh, mag eh noch ein zweites und denen auch kopieren, das mache ich dann wieder offscreen. So. Es passt. So. Noch hier ein paar Fans.
Wir craften. So, jetzt passt's. Haben wir noch irgendwas mit 700, von dem her sollte ich locker ausgehen. Und wo es dann kritisch wird, sind die ganzen Laboratory Blocks. Da zeige ich gleich, wie ich das bei den anderen Dingen gemacht habe. Kein Witz ist da, das ist da. Okay, das ist viel nur mehr die Laboratory Blocks, die zwei Arten. Das heißt, wir bauen das wieder so auf, wie ich es letztes Mal hatte. Und da brauchte ich beim letzten Mal ein Bunch of Shit. Also eine Menge Mana-Glas. Brauchte ich letztes Mal noch. Und ja. Das ja, hat Botania etwas gestresst. Genau, die Fickin' Glass Cover wollte ich auch noch machen. Die sind ja auch noch gar nicht fertig. Da habe ich meine Handsaw hingetan. Da habe ich die da reingepackt. Wo ist meine Handsaw? Da ist meine Handsaw. 64. Ich glaube, da reicht die Hälfte auch. Also ich glaube, muss reichen. Ist schon so viel zu viel. Sind, obwohl. Machen nochmal 16. Wohl, sind das schon Cover? Ja, sind Cover. Okay. Also falls ich noch was brauche, fliegend Glas, packe ich mir auch mal ein. Dann brauche ich noch massig von diesen Laboratory Blocks. Wallpanel, ich glaube, das sind die ganz normalen. Oder? Ja. Genau, und die wird das System auch wie es craftet. Da brauche ich dann nur eine Crafting Card. Oh. Und ein paar Acceleration Cards. Denn wenn ich hier nämlich hier rausgehe, habe ich hier noch meine Ender Chest stehen, einfach mit dem Export Bus dran, dem ich ein bisschen Crafting Card gibt, dann kann ich da sagen, der soll craften. Packe ich den Laboratory Blocks rein und dann craftet mir der stackweise Laboratory Blocks, wenn er keine mehr hat. Denn ich habe hier in irgendeinem Interface, ich glaube in dem drüberen, hier Laboratory Block Rezept drinnen, das einfach neben dem Molecular Assembler stellen, eine Crafting Storage irgendwo einbauen und dann funktioniert das auch schon. Aber wie das alles genau funktioniert, erkläre ich euch, wenn wir das in der neuen Base aufbauen. Und jetzt kann ich einfach mich drüben hinstellen mit meiner Ender Pouch. Und kann während der Bilder baut einfach mit einem Chisel immer wieder Sachen nachchiseln. Aber wir sollten uns bald mal um Essen auch kümmern. Wäre eine ganz gute Idee. So, brauchen wir das dann noch als Nachfüllpadden drin. Oh, MG. So, wo ist meine weiß Ender Pouch? Man sieht, die füllt sich hier ganz schön mit Laboratory Blocks. Dann holen wir mal kurz unseren Diamond Chisel raus. Einfach nur, weil der länger hält. Die anderen Chisel waren dauernd kaputt. Wie ich angefangen habe, Kuppeln zu bauen. Das war nicht so toll. Nein, das war falsch. Also jetzt alles hier händisch durchchiseln. Ich glaube, wir eine ganze Menge brauchen. Zumindest von diesen anderen brauchen wir, glaube ich, noch mehr. Das ist locker 3-4 Inventare voll. Pro. Nein. Oh, verdammt. So. Und dann noch hier. Schups. Und jetzt brauchen wir noch diese andere, diese Wall Panel, soll die heißen. Did Wall. Mein Ender Pouch. Nein. Boah. Ich hasse das. So, die da. Oh, das war falsch. Alles schön durchchiseln. Dann haben wir das auch gleich geschafft. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich noch viel, viel, viel mehr. Aber das soll jetzt mal nur so zum Vorzeigen da sein. Genau, und jetzt schalte ich hier einfach den Tesseract noch nicht dran. Beziehungsweise nehme ich nochmal den Plan raus. Kupple hier meinen kleinen. Oh, wo ist er denn? Meinen kleinen Tesseract dran. Da ist er. Ja, soll nur Energie empfangen, dann kann ich das hier einmal einschalten. Dann füllt er alles, was er hat, hier schon mal rein. Und füllt die ganzen Stacks nach. Übrigens, die Warp-Item-Duct, wenn ihr die powert in dem Flux-Duct und dann in der Energiequelle, transportiert die Items instant hin und her. Also ohne Verzögerung. So, es ist hier ein bisschen leerer geworden. Und jetzt kann ich hier dem den Plan geben und der fängt an zu bilden. Wir können da auch nicht allzu lange zuschauen, da sollten nämlich die Items fliegen. Genau! Er fängt an, die Blöcke zu platzieren. Ich muss nur schauen, damit er genug Blöcke hat. Wir mal noch ein paar Bodenblöcke craften oder eben chiseln. Dass das alles passt. Wie man sieht, der verbraucht hier sehr schnell. So. Und wie man sieht, der baut jetzt eins zu eins genau das Ding danach.
So wie es da drüben steht, 1 zu 1. So, wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr von denen. Viel, viel mehr. So. So. Ja, es gibt auch einen Auto-Chisel. Das könnte ich auch mal versuchen. Den habe ich zwar gecraftet, habe den aber dann nicht verwendet. Oh, jetzt fängt er mit denen an. Ah, das schaut so richtig mega awesome aus. Warte, ich könnte mal einen Screenshot machen. So. Fans. Ein bisschen runterfliegen. So, F2. Dann haben wir noch den Screenshot hier schön alles erledigt. Der bildet jetzt hier alles schön nach. Nur schon, damit er immer genug Blöcke hat. So, von diesen Wallblöcken sollte ich noch was nachbauen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. So. Für diese großen Gebäude sollte ich mir echt so ein Auto-Chill anschaffen mit Automation Upgrade. Der normale bringt nicht wirklich viel. So. Dann haben wir das auch gleich erledigt. So, haben wir noch die zweite. Wow. So. Schön. Jetzt haben wir auch noch eine Menge Blöcke. Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter, bis die unser ganzes... Obwohl, ich könnte das eigentlich zeigen. So lange dauert das gar nicht. Obwohl, wenn Oma anfängt, die Karpen das zu... weiß nicht. Ich glaube, ich lasse noch... Oh, eine halbe Stunde ist schon die Folge lang. What the fuck? Aber ich finde einfach mega awesome aus. Und vor allem, ich habe das nämlich am Anfang mit einer Transfer-Node versucht. Und die Transfer-Node zieht immer irgendwelche Items rüber. Und diese Item-Ducts schauen immer genau, ob dieses Item hier fehlt. Und legt genau das nach, was gerade fehlt. Weil bei der Transfer-Node haben sich dann immer die Items gestaut. Obwohl das... Oh, das schaut so mega awesome aus. Awesome. So. Und genau dasselbe werde ich dann nochmal machen. Weil wir bauen das jetzt hier auf. Und dann werde ich hier nochmal so ein Ding aufbauen. Aus vorher genannten Gründen. So, vielleicht noch von diesen Wall-Dingern. Nicht mal so viel. Nein, oh. Ah, zu viel. So. Nur mal Walls nachcraften. Und genauso habe ich das bei den Domes eigentlich auch gemacht. Wie jetzt hier bei dem. Nur waren die Domes eben wesentlich schneller fertig. Beziehungsweise brauchten die einfach nur eine Menge Mana Glass. Und nicht so viele Laboratory Blocks wie die Gebäude hier. Und ich habe mir gedacht, das muss ich nicht alles zeigen, wie ich hier. Wie viel sind es denn? 15, 12. Wartet. Kurze Blöcke nachlegen. Mensch, komm doch. So. Blödes Minecraft. Inventar. So. Jetzt hat hier schon alles nachgelegt. Das ist genau das, was ich nicht erreichen wollte. Und wieso hat die anderen Blöcke aufgebraucht? Irgendwas ging da gerade schief scheinbar. Okay. So, von denen. Wow. So ein bisschen nachfüllt. Auf jeden Fall. Genau. Das wollte ich sagen. Und ihr könnt euch denken, wie lang und nervig das war, diese ganzen Dinger hier so zu bauen. Jedes Mal eben das Layout zu machen. Die Fledermäuse. Wenn ich irgendwas sagen kann, wie ich diese Fledermäuse vom Spawnen stoppen kann. Sind schon relativ weit. Wie ich die vom Spawnen stoppen kann. Einfach unten reinschreiben, weil das ist mega nervig. Ja. Wie man sieht, ich habe übrigens Löcher in den Boden gemacht, dann Nux reingesetzt, dann Cover drauf. Das solltet ihr jetzt dann auch gleich nachbauen. Auf jeden Fall, ja. So habe ich es gemacht. Was das hilft, andere Frage, aber. So ist das eben. Boah. Wow. Ich habe keine Blöcke mehr. Karamia. So. So. Dann haben wir auch hier wieder eine ganze Menge von diesen Blöcken. Eigentlich würde ich das gerne onscreen euch zeigen, wie das alles fertig dann wieder ausschaut, wie das andere. So, eins, wirklich 1 zu 1 Nachbau.
Schaut eigentlich richtig awesome aus. So. Shift-Links-Klick. Dann haben wir auch hier gleich wieder massig von diesen Blöcken. Wenn man sieht, so große Pausen darf man nicht einlegen und dem Ding zuschauen, sonst hat er gleich keine Blöcke mehr. So. Haben wir auch genug Wedge-Slopes mit eingepackt. Jetzt sind es wieder mal genug fürs Erste. Jetzt fängt er mit den anderen an. Sind die gleich außen? Nein, da habe ich noch ein bisschen Backlog. Oh. Ah ja, schon komplett fast zugemacht. Oh, und er fängt jetzt innen an, die... nicht die Mauern, die... Na? Die... den Fußboden zu platzieren jetzt. Weil hier ist dann noch eine Etage drauf. Auf dem da. Dann sollte er auch gleich die Carpenters Blocks platzieren. Ich sollte schon wieder anfangen, solche Blöcke nachzumachen. Von denen brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viele. Sollte eigentlich über eine Handvoll gehen. Und auch laufen. So. Von denen brauchen wir eigentlich noch ziemlich viele für die ganzen Carpenters Blocks, die er noch setzen muss. Der benötigt er nämlich genauso wie wenn ich die setze. Den Carpenters Block und den Block, der rein soll. Ist eigentlich ganz cool umgesetzt, weil damals, wie gesagt, konnte das der Builder alles nicht. Da konnte er nur ganze, und ich glaube sogar nur Vanilla-Blöcke ersetzen. Wir brauchen wir noch von denen. Oh, okay, mit denen sind wir gleich fertig mit dem Boden. Von denen brauchen wir noch eine Couple of. Sollte schon passen, theoretisch. Ich leg mal zurück. Das heißt, wir können jetzt schauen, wie unser Werk vollendet wird. Von innen, glaube ich sogar. Awesome. Und ich denke, wie lange das händisch gedauert hat, das erste zu bauen. Jetzt müsst ihr mir vorstellen, dass alles noch. Boah. Fickt euch, Fledermaus. Wie kriege ich die weg? Das wäre echt voll interessant. Die stören auch den Bilder genauso wie mich. Mensch, 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 mehr, ja. So. Menschenskinder. Die Hutfarbe ist ja nicht schlecht, aber. Hä? Ist einfach nur nervig. Weg, weg. Dass ich schon durch Fledermäuse Hüte bekomme in der neuen Welt, ist Wahnsinn. Da. Na komm, stirb. Sterb. Und der Spawn gleich. Die Dinger nur nicht so schwer treffen könnte. So, ich glaube, jetzt habe ich es gleich geklärt. Jetzt können wir gleich schauen, was ihm fehlt, damit er jetzt Pause macht. Meh. Ha. Treffer. So, boah, wir sind gleich bei 40 Minuten. What? Wieso baut der nichts mehr? Der hat genug Kabel, das Block. Oh, Canvas fehlt ihm, genau. Ups, habe ich vergessen, da reinzulegen. Was fehlt ihm sonst noch? Carpenters hat er genug. Oh, ihm fehlen wieder diese Emblem Tiles. Keine Ahnung, wieso das hier so rumspackt. Hat vorher ganz normal alles toll funktioniert. Ah, nur einmal aus den Augen lassen und es funktioniert schon nicht mehr. Also auf jeden Fall mega awesome. Ah, der hat noch nicht mal das Dach fertig. Okay. Das soll jetzt eigentlich rapide runtergehen da. Genau. Jetzt sind wir gleich fertig mit diesen genauso. Und dann fängt er an, wahrscheinlich Canvas zu platzieren mit diesen Carpenters, aus denen ich den ganzen Innenraum gemacht habe. Weil, wenn ich das nicht aus Canvas, sondern aus diesen normalen Laboratory Blocks gemacht hätte, hätte das blöd ausgeschaut, weil das keine Connected Textures hat. Und Canvas einfach nur weiß ist. Und deswegen, ja, passt das. So. Ich würde sagen, da die Folge jetzt eh schon so lang ist, ihr seht, wie einfach das gehen kann. So. Wie einfach es gehen kann, so ein Gebäude nachzubauen. Der macht das jetzt dann noch fertig. In dem Sinne würde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen runter, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Stirbt,